Blick die Kriegsherren vor zur parlamentarischen Gesellschaft. Heute, am Tag des Gedenkens an die Opfer der Reichspogromnacht, sagen wir an dieser Stelle keine Waffenbrüderschaft Deutschland-Israel. Denn ausgerechnet heute und in einem semi-offiziellen Kontext wird diese Waffenbrüderschaft hier nebenan in der honorigen parlamentarischen Gesellschaft zelebriert. Warum eigentlich nicht im Adlon oder an einem anderen neutralen Ort? Warum so staatsnah? Ausgerechnet heute und ausgerechnet hier bescheinigen sie sich gegenseitig, die da gerade vorfahren, wie einig sie sich sind. Der Rüstungskonzern Dynamit Nobel Defense, der israelische Botschafter Yoram Ben-Zeev und Vertreter des deutschen Mittelstandes kommen zu einem Plausch zusammen, garniert durch ein Grußwort des Hauptabteilungsleiters Rüstung im Bundesverteidigungsministerium. Ausgerechnet heute tummelt sich hier in der Nähe des deutschen Parlaments und quasi unter seiner Schirmherrschaft dieser Konzern Dynamit Nobel mit seiner finsteren Geschichte. Ein Konzern, in dessen Fertigungsstätten sich Roma, Sinti, jüdische Menschen und andere Verfolgte der Nazi-Barbarei zu Tode schuften mussten. Ein Konzern, der statt für diese Verbrechen Verantwortung zu übernehmen, weiterhin das Rüstungsgeschäft, das einträgliche Geschäft des Tötens betreibt. Dagegen protestieren wir, dass diese Leute jetzt hier nebenan feiern und sich austauschen und vermutlich weitere Pläne schmieden über ihre wunderbare, innige Kooperation.